Warte! Ja, genau, weißt, bist noch benommen, aber der haut dich noch. Super. Ganz großes Tennis, Alter. So, ist ein Helmi dabei? Ah! Alter, du siehst nicht mal irgendwas. Ich hab keinen Bock mehr. Kann ich das bitte auf leicht stellen? Ganz ehrlich, ich probiere das jetzt mal auf leicht zu stellen. Ich hab nämlich... Nö. Ich probiere jetzt via Script-Kiddie. Keine Ahnung, ob das irgendwas ändert. Es ist mir aber auch egal. Weil... Ah, ja, es ändert das nur noch... Dass nur noch ein Helmi bei ist. Das ist ja super. Alter! Hat er das schon immer gemacht? Weg. Und du verlierst anscheinend nicht mehr ganz so viel Leben, wenn dich ein Großer trifft, ja. Dann ist es vielleicht auch machbar, weil so? Weil es sind irgendwie so viele. War es vorher auch schon so? Da. So, wir rennen ein bisschen im... Machen erstmal das. Flop. Machen dann den hier. Und hoffen, dass sie nur den hier prügelt. Prügel ihn weiter. Okay, gut. Dann weiche ich noch ein bisschen aus. Das ging ja eigentlich ganz gut. Okay. Oh! Ja, genau. Mitten im Angriff, Alter. Mitten im Angriff. Au. Das Blöde ist, wenn ich heile, dann kann ich ja gerade nicht meine Dingens aufladen. Und das ist irgendwie... Also mein Zeitdingsbums. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also das DOS-Zeit-Dingsbums, um das Ganze hier noch ein wenig zu verkürzen. Und in dem Modus greifen die einen nicht ganz so häufig an. Also man hat wenigstens eine Chance. Was man meiner Meinung nach beim anderen Modus nicht hat. Und sie greifen langsamer an. So, okay. Noch 21 Sekunden. Das sollte ich ja wohl irgendwie hinbekommen. Warte, weg. Jetzt kommen noch die nächsten, oder? Ah, zwei Helmis. Und um die Helmis muss ich mich kümmern. Weg. Nein, den nicht, sondern... auch den nicht, sondern den da. Genau der mich gerade gehauen hat. Da! So, und jetzt noch diesen. Alle anderen können gerne kommen, wie sie möchten. Das ist mir egal. Ja, jetzt holt er noch mehr. Das ist ja super. Okay, gut. Ah! So, und jetzt? Den Spaß? Na Gott sei Dank. Das sieht doch wenigstens nach was aus.
So, und damit verkürzen wir jetzt noch ein bisschen die Zeit, damit wir auch den zweiten noch bekommen. Wo auch immer der gerade ist. Okay, ich setze die Mnemonik von Trace wieder zusammen. Sehr schön, Schwester. Jetzt geh durch die Hauptsicherheitsschleuse in den Konzeptionswürfel. Ah, auf einfach ist es nur einer. Verstehe, auf einfach war es nur einer. Ganz ehrlich, bei aller Liebe, es tut mir leid, dass ich das jetzt auf einfach stellen musste. Aber ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Ich bin, was sowas angeht, manchmal eigentlich recht ausdauernd. Also ich finde mich recht ausdauernd, was diese Kämpfe angeht. Ich probiere es immer und immer und immer wieder, ja. Aber irgendwo ist Schluss. Und da habe ich echt keinen Nährwert gesehen. Ich will nur mal hier gucken, ob hier irgendwas ist. So ein Sensen-Dingsbums oder so. Nee. Es tut mir leid, also bei aller Liebe. Ich mach's nicht gerne, aber ich mach's. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Ah, da. Notleiter, okay. Hinter wem sind wir eigentlich gerade schon wieder her? Das wüsste ich ja auch gerne. Ich gucke hier nochmal, ob hier nicht doch noch irgendwas rumliegt. Aber hier waren wir eigentlich schon. Da war nichts mehr, ne. Hätte ja sein können. Wieso tut es weh, diesen Irren so fertig zu sehen? Laut meiner Software ist ein Systemausfall ziemlich wahrscheinlich. Aber kann ein fehlerhaftes System sich selbst exakt diagnostizieren? Okay. Okay, gut. Das war blöd. Ich hab den erst gar nicht gesehen. Normal. Boah, welche Tür soll ich denn nehmen? Ich würde sagen, ich nehme erstmal. Also ich gehe rechts rum. Na mach. Oh, ist das fies versteckt. War das fies versteckt? Wenn man da nicht genau in die richtige Ecke geguckt hat, hat man auch schon Arschkarte gehabt. Oh, war das fies. Aber okay, damit haben sich zwei Türen erledigt und ich kann hier in die dritte rein. Ah, da ist ein... eine Remini-Szene. Okay, was diese Zwischenszene sollte, weiß ich nicht. Es macht für mich nicht richtig Sinn, aber ich gucke mich erstmal ein wenig um, weil hier sehe ich doch schon wieder was.
Technologie. Also wir werden auf alle Fälle nicht alle haben. Auf keinen Fall jedenfalls. Aber, ich probiere es trotzdem erstmal. Einfach nur, um zu gucken, was wir dann alles so freispielen. Was wir dafür so Tolles bekommen. Also, wie ich das so halb verstanden hatte, war das ja Geschichte und so. Die lese ich dann auch zum Schluss vor. Das heißt, jeder, der es nicht mag, der wird dann vorspulen, ausmachen, sonstiges können. Ah! Memorize die Zukunft der Menschheit. Sehr bescheiden. Okay. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Oh! Was? Och nee, oder? Es kann natürlich auch sein, dass Morty in dieser Stelle meinte, dass ich Audio auf Englisch stellen sollte. Weiß ich nicht. Probier es einfach mal aus. Und dann höre ich mir den Spaß nochmal an. May memorize error fall, as mankind holds its head up high. Ich muss es lauter machen, ich höre den nicht. Evolution's end looks down upon all that has gone before. Nochmal. May memorize error fall, as mankind holds its head up high. And evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the secret be unmasked. Also, nochmal. When memorize. May memorize error fall, as mankind holds its head up high. And evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the secret be unmasked. Ich muss, glaube ich, noch ein Stück lauter machen. Moment. May memorize error fall. As mankind holds its head up high, and evolution's end looks down upon all that has gone before, only then will the secret be unmasked. Memorize error fall, as mankind holds its head up high, and evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the secret be unmasked. Passiert nichts. Passiert nichts.